Genau. Also, mein lieber Herbert, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Es geht jetzt darum. Wir sind 125 Jahre Römer SPD nächstes Jahr. Im Januar haben wir Geburtstag und es ist jetzt der Anlass, eine Chronik zu machen und einfach auch ein bisschen mit Leuten zu reden, die die SPD von innen gesehen haben, aber auch von außen. Und jetzt bist du ja ein langjähriger Stadtrat gewesen und der Älteste, der Dienstälteste über viele Jahre und hast ja die SPD auch dann begleitet und auch kritisch und kämpferisch auf der anderen Seite in Auseinandersetzung. Du kennst die Leute, den Rolf Dick, alle noch, den Joschi Koch, andere, die viele Jahre, den Ivo natürlich auch als ganz junger Stadtrat noch. Und jetzt dachte ich, wir plaudern ein bisschen über diese Zeit und du erzählst uns ein bisschen was und wir machen dann in unserer Chronik zwei, drei Zitate und das Gespräch stellen wir dann ins Internet und wer das dann sehen will, der kann das dann sich angucken. Oder vielleicht ist das ein Zeitdokument nochmal in vielen Jahren, wenn sich jemand darum kümmert, um diese Zeit, um das zu dokumentieren. Schön, dass du da bist. Ja. Du hast dir einen Zettel sehr gut schon vorbereitet. Ja, und lieber Martin, herzliches Danke, dass ich zu dieser großen Ehre eingeladen werde. Ja, und dir persönlich zuerst einmal herzlichen Glückwunsch, was du erreicht hast für den Neubau der Hochschule. Ach so, das ist ja. Das ist ja so schon was Großartiges und so weiter. Ja, meine Erfahrung mit der Römer SPD. Ich bin 67 in die CDU eingetreten, übrigens auf Vorschlag von Edi Hartmann. Aha. Der war Kreisvorsitzender der Neumer SPD. Den habe ich kennengelernt und der hat gesagt, also ich soll aktiv werden, soll was machen. Und habe ich gesagt, ja gut, aber es gibt halt gewisse Voraussetzungen. Also die SPD wird sicher nicht meine Partei werden. Dann hat er gesagt, dann bleib nicht draußen, dann geh zur CDU. Hat sofort seinen Freund in Ulm angerufen und dann haben sie mich geworfen. Damals hatte er dann noch zwei Bürgen gebraucht. Ja. So wurde ich Mitglied der CDU und war natürlich dann ein Kämpfer. Ja, ein Kämpfer. Und siehe da, 71 werde ich in Ulmer Gemeinderat gewählt. Und der Erste, der mir das Du angeboten hat, war der Sebastian Setzensack. Ja. Und der andere, der mich also wirklich beschützt hat, das war der Wolfgang Feuerstein, Fraktionsvorsitzender von der SPD, von den Angriffen der Justus. Ja. Und somit habe ich nach kurzer Zeit die Solidarität der Demokraten kennengelernt. Ja. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber man darf nicht aneinander vorbeilaufen und da muss ich sagen, und da habe ich die besten Erfahrungen mit der SPD-Fraktion gemacht. Das war also wirklich, wir sind uns freundschaftlich begegnet, haben uns natürlich auch bekriegt. Und die SPD hat in ihrer langen Geschichte natürlich schon damals also große Persönlichkeiten gehabt. Ja, also Kämpfer, Wolfgang Feuerstein war sicher einer, diese passenden Sätze sagen, mehr der Ausgleichende, aber natürlich auch Spezialisten und Idealisten. Und einer davon war Kurt Spinnenden. Genau. Ja, Kurt Spinnenden, der sich bestens auskannte in der Natur mit seinen Vögeln und so weiter. Ein Idealist. Ja. Dann natürlich gab es Fachleute, Wirtschaft. Zum Beispiel der Jörg Derrer ist gerade Haushalt- und Wirtschaftsspezialist, auch ein Hans Bausch, der ja im Aufsichtsrat von Glöckner Humboldt Deutz in Köln saß, hat natürlich viel wirtschaftliche Kenntnis mitgebracht. Es gab Spezialisten, Gesundheitswesen, damals die Dr. Beate Derrer, ja. Dann Arbeitsrecht der Dr. Heiter, der der Präsident in Kassel wurde. Ja, und der Rolf Dick als Architekt. Der Rolf Dick, ja, also der Rolf Dick und der Ding, der Dieter Wahler, ja, das waren die Ansprechpartner im Bauausschuss. Und da haben wir schon vieles Gemeinsame gefunden. Natürlich gab es auch Auseinandersetzungen, nicht um die größte Auseinandersetzung war ja damals, wie lösen wir das Müllproblem. Genau. Da sind wir natürlich, und da hatten wir dann ja einen Kämpfer, einen Gegner von der SPD, der jung gewählte Fraktionsvorsitzende Ivo Gönner. Ja, der
also bewusst diese Verbrennungsanlage ablehnte und dann eben die Koalition mit der FEG fand. Und so dass wir die CDU alleine da stand und sie da, und dann begann das Müllproblem. Wir wussten nicht wohin, wir haben das überall verkauft und zum Schluss haben wir nach Frankreich gefahren, sind dann nach Heidenheim und überall hin, bis es dann doch wieder gelang. Den Alp-Donau-Kreis haben wir verärgert, Neubrunn haben wir verärgert, die haben dann ihre eigene Verbrennungsanlage gebaut, bis er dann doch wieder zusammengefunden hat, nämlich mit einer gemeinsamen Lösung mit dem Alp-Donau-Kreis, und da sind wir heute sehr glücklich. Mhm. Ja. Und dann gab es sicher auch viele Gemeinsamkeiten, nicht? Was zum Beispiel eben die Eingemeindungen anging. Das war ja ein Glücksfall für Ulm, dass wir 9 Ortschaften eingemeinden konnten. Natürlich gab es unterschiedliche Auffassungen in der Wohnungsbaupolitik. Siehe Biedlingen, ja, ein Stadtteil zu bauen mit 18.000 Einwohnern. Mit 14 und 16 Stockwerken. Was war da der Unterschied? Das kenne ich gar nicht. Wo waren da die verschiedenen Meinungen? Ja, weil wir von der CDU, wir wollten eben mehr Einfamilien- und Kettenhäuser bauen. Mhm. Und damals war das Planungsamt war ja ziemlich mit SPD-Leuten besetzt. Und die haben geglaubt, wir bilden die Stadt nur voran, indem man Hochhäuser baut. Mhm. Und das hat die Bürger nicht angenommen. Also wir haben ungefähr 20.000 Bürger verloren. Ja. Und ein weiterer Schritt der Fehlplanung war der Kuhberg. Mhm. Ja. Der Kuhberg, an sich ein schönes Wohnbaugebiet, aber man wollte keine Einfamilienhäuser, man hat das belegt mit Sportanlagen, 9 Halleneinheiten und dann Berufsschulzentrum und Gymnasium, Realschule mit 10.000 Schülern. Und wir hätten für die Berufsschule die Gartenkaserne mit 30.000 Hektar neben der Bahnhof gehabt. Mhm. Ja. Das sind, daran leiden wir ja heute noch an diesen Folgen. Aber wenn man überlegt, haben natürlich die Gemeinsamkeiten überwiegt. Mhm. Ja. Bloß war in den ersten Jahren war es so, dass die Gemeinderäte, dass die Bauverwaltung oder auch die Verwaltung insgesamt für bestimmte Ziele auch geworben hat, für ihre Pläne. Mhm. Ja, mehr geworben hat und versucht hat, die Gemeinderäte zu überzeugen. Heute ist es weniger der Fall. Heute bringt sie ein Thema und geht in den Ausschuss und die meisten Gemeinderäte nicken. Und das gefällt mir nicht. Ja. Denn ich habe es vor kurzem auch wieder mit meiner Fraktion gesagt, die Verwaltung und auch die Bürgermeister haben kein Stimmrecht. Mhm. Nur der OB hat Stimmrecht. Nur der OB, der Chef der Verwaltung. Ja. Also wir müssen da und dort auch mal Nein sagen, um die Verwaltung herauszufordern, einfach nochmal zu überdenken. Ja. Mhm. Und das neueste Problem, das war meine letzte Sitzung, nämlich am Kuhberg jetzt einfach statt 353 Wohnungen zu bauen, dann statt Hochhaus mit 5, 7 Stockwerke und ohne Tiefgarage. Mhm. Ja. Man vergisst, dass wir ein Berufsschulzentrum haben mit 8.000 Schülern, die kommen nicht mit dem Fahrrad, die kommen aus der ganzen Region und die werden die ganzen Parkplätze belegen. Also das sind Dinge, das darf sich die Gemeinde noch nicht gefallen lassen. Ja. Was uns beide angeht, so haben wir uns ein Denkmal gesetzt, das ist die Bibliothek. Ja, ja, die Bibliothek, das ist, war damals ein schwerer Kampf. Ja. Das ist der Erfolg von Dörfler und drüber. Ich nenne Dörfler zuerst, weil ich Stimmrecht hatte. Das hatte kein Stimmrecht. Aber wir beide ein bisschen zu spät. Aber wir haben zusammengearbeitet, ja. Ja, haben das in den Fraktionen durchgesetzt und der letzte, den wir überzeugen konnten, war der Bewetzig. Genau. Heute steht es als solidär, stört nicht, das andere hätte die Umgebung kaputt gemacht, hätte nicht korrespondiert. Das ist unser gemeinsames Verdienst. Ja, genau. Ja, und ich meine, zu Beginn, sagen wir mal, ja, spannende Zeiten waren ja auch das mit dem Stadtqualitätsprogramm und dem OB Ludwig. Ich meine, da war ja die SPD bei vielen Dingen dagegen, hatte andere Vorstellungen, aber ein Punkt, du sitzt ja auch davor, das Stadthaus. Ich glaube, da ist ja auch eine gemeinsame Position da gewesen. Und das war ja doch mal Weichenstellen für die Entwicklung der Stadt, das Stadthaus. Kannst du dich da noch so ein bisschen an die Diskussion im Gemeinderat erinnern, auch wie sich die SPD da verhalten hat? Es war so, dass
dass die Entwicklung der Stadt, ja, also man kann nur Gemeinderat sein, wenn man ein bisschen was von der Geschichte von der Stadt weiß. Und man hat das der Münsterbau, der 513 Jahre stehen geblieben ist, hat man begonnen, 1844 wieder den Turm zu ergänzen. 1890 abgeschlossen. Und dann haben gesagt, ja, der wird das ja hoch. Vor das hat das Barfüßerkloster gestört. Hat das 1873 abgerissen. Ja, war als Exerzierplatz, glaube ich, dann so. Ja, dann haben wir auch einmal gedacht, was ist der große Platz da, was soll man damit machen? Dann hat man gesagt, ja gut, er wäre dann geeignet für Aufmärsche, aber sonst nicht. Und so hat man angefangen, bereits 1906 den ersten Wettbewerb zu machen. Ja, wie gesagt, der Platz ist zu groß. 1925, 1936, in den 50er Jahren. Und die haben eine Mehrheit gefunden. Und dann gelang es tatsächlich einen Wettbewerb, damals den ersten Preis mit Richard Meyer, das durchzusetzen gegen zwei Stimmen der CDU, gegen Karinger und Wegele. Ja. Und damit haben wir ein Signal gesetzt, nämlich das Stadtqualitätsprogramm, denn vorher war ja Ulm durch das Video Color geschlossen hat, ja, stand Ulm mit Mannheim an erster Stelle 8,3% Arbeitslose. Ja. Und das Video Color ist ja ausgelagert worden, nicht? Also Thomson Brand. Und die haben gesagt, wir bauen etwas, haben das ganze Geld in die Forschung reingesteckt, wir stellen eine Röhre her, für eine Fernsehröhre haben wir 120 Minuten gebraucht. Wir stellen die in 75 Minuten her. Und als sie fertig waren, kamen die Japaner mit der gleichen Röhre in 60 Minuten. Das heißt, sie hatten bei einer Röhre 50 Mark Verlust, bei 600.000 waren sie 130 Millionen. Und da war Ulm wirklich praktisch am Ende. Wir hatten kein Geld mehr im Haushalt und nichts lief. Und dann kam tatsächlich dieses Stadtqualitätsprogramm. Das begann mit Stadters, aber auch mit der Wissenschaftsstadt. Ja? Und die Wissenschaftsstadt in Main Dach hat damals Mitglieder, also die Österreich, Berlin und so weiter, keine gute Rolle gespielt. Ja. Aber wir haben es dann geschafft und damit hat das Stadtqualitätsprogramm wirklich einen Auftrieb bedeutet. Und seit der Zeit ging es uns besser. Mhm. Und das kann man auch sagen, wir haben jetzt in den letzten Jahren, ja, haben ja bei 200 Millionen Schulden, haben wir 100 Millionen abgebaut. Okay, und haben heute ein Sparbuch, wir haben praktisch schuldenfrei. Ja. Und das geschah jetzt in der Ära vom OP Gönner und da kann er sehr stolz sein. Genau. Vielleicht auch nochmal so eine Auseinandersetzung, wo wir ja nicht einig waren, oder die SPD und die CDU, so um den Tunnel und die Tiefgarage, den Tunnel, die neue Straße, ja. Da muss man es jetzt doch, sag ich mal, so im Rückblick, die SPD, ich habe das jetzt gerade nachgelesen, wir waren eigentlich von Beginn an gegen diesen Tunnel in der neuen Straße, so ab 76, als da eine Diskussion war. Wenn man es heute rausguckt, sich das anguckt, eigentlich haben wir doch recht gehabt, oder? Teils. Das war so die Ulmer Innenstadt, ab 90 Hektar. Diese Ulmer Innenstadt wird 85% zerstört. Und jetzt ging natürlich nach dem Krieg Wiederaufbau, Wohnungen mussten geschaffen werden. Und es gab ein großes Manko, es fehlte eine leistungsfähige Ost-West-Verbindung. Sodass die erste Überlegung war, eine Straße an der Donau zu bauen. Gott sei Dank ist es verhütet worden. Und dann kam der Baubürgermeister gut und hat gesagt, es sind ja keine Häuser mehr. Die neue Straße durch, man hat ja von Münster bis zum Bahnhof gesehen. Jetzt hat man eine neue Straße angelegt, bis 44 Meter Breite. Ja. Und damit hatten wir 33.000, 35.000 Fahrzeuge drin und die Stadt wurde zerteilt. Münsterplatz und Ding und dann Rathaus und Fischerviertel. Und jetzt ging es darum, diese Stadtstruktur, Münsterplatz und Neue Straße. Und nachdem er das nicht hingebracht hat, haben wir es getrennt. Haben wir den Münsterplatz abgetrennt, hier jetzt mit Richard Meyer und Ding, Werplatz. Und dann ging man die Neue Straße. Und dann war das Erste, wir bauen einen Tunnel mit 1000 Stellplätzen, ja, vierspurig. Und dazu gab es keine Mehrheit. Und als man dann weiterplante, dann kam es im Jahr, dann kam es zum Bürgerentscheid, ja,
nachdem das Quorum beim Stadthaus knapp verfehlt wurde, ja, war eine gewisse Wut in der Bevölkerung. Kam jetzt auf einmal die Retourkutsche, ja, über 80%. Und dann gab es natürlich aktive Leute, zum Beispiel Hartmut Fliegel, der hat seinen Wahlkampf gemacht, ja, gesagt, diese Tunneleinfahrten und so weiter. Und so dass wir wieder einmal deutlich verloren hatten. Jetzt standen wir da, dann haben wir alles Mögliche gemacht, Ausschüsse gegründet, dann wollten wir grünen Hof und all die Dinge und so weiter. Nicht. Und wir hatten ja 1972 einen Parkhausring beschlossen. Genau. Und haben es auch gemeinsam. Nicht. Und dann ging es eben nicht weiter. Und dann haben wir gesagt, ja gut, jetzt machen wir mal einen Kompromiss, bevor wir die Tiefgarage irgendwo anders sehen. Wir bauen die Tiefgarage und verzichten auf den Tunnel. Mhm. Und das ist heute sicher gelungen, auch durch die Bebauung. Dadurch, dass wir Investoren gefunden haben, die der Stadt ja kein Geld gekostet haben. Ja. Und heute haben wir die Trennung vom öffentlichen Nahverkehr und Individualverkehr. Wir haben jetzt 14.000 Fahrzeuge in der neuen Straße. Mhm. Es ist sicher machbar, aber stellt euch vor, wenn es überhaupt keine Autos gibt, was das für den Bürger gewesen wäre. Aber vielleicht wäre der Platz zu groß gewesen. Genau. Gut, ja, aber und dann das Fünf-Linien-Konzept, ja, würde genau. Ich auch sagen. Ja. Die SPD hat ja dann vehement Straßenbahn, Fünf-Linien-Konzept und da waren wir strikt dagegen, weil wir gesagt, das ist nicht zu finanzieren. Mhm. Fünf Linien. Aber heute wäre schon alles in Betrieb. Die Stadt hätte kein Geld mehr. Ja, die Stadt hätte kein Geld mehr. Das war damals ausgelegt auf 600.000, auf 600 Millionen. 600 Millionen D-Mark, ja. Wir hätten das mit 1 Milliarde abgewickelt, wir hätten kein Geld mehr gehabt für weitere Investitionen. Das ist das neue Konzept, nämlich getrennt. Böfingen und Dissingen 2 war ein richtiger Prozess. In der Kommunalpolitik muss man sich auch mal Zeit lassen. Es ist nicht immer ein Fehler, wenn manches immer nicht gebaut werden kann. Jetzt sind wir halt langsam auf dem Weg und hoffen, dass wir die Finanzierung stellen. Ja. Naja. Das bin ich sehr gut. Ich habe schon noch etwas Bauchweh, weil wir haben 7 Kilometer. Man braucht für 1 Kilometer mindestens 1 Jahr. Ja, die kann man ja parallel bauen. 1 Jahr, ja. Und die Finanzierung sollte bis 18 fertig sein. Bis 19 muss es abgerechnet sein. Natürlich wird es verlängert werden. Aber unter welchen Bedingungen, die kennen wir nicht. Und da ist natürlich dann Landtagsabgeordnete gefragt. Genau. Aber was hast du dir noch aufgeschrieben? Oder? Nein, ich habe weiter, das war alles Dinge. Ich habe also nur mal aufgeschrieben, Sitzensack habe ich erwähnt, dann den Wolfgang Plan erwähnt. Ja, wie war denn der Ulf Dick im Tonschutzverein? Ich habe den ja auch eine Zeit lang noch erlebt, als ich im Bau. Hugo Roller, den darf man nicht vergessen, Die Uta Mohr, mit Uta Mohr haben wir beim Vergabeausschuss gut zusammengearbeitet. Mhm. Ja, dann die Karin Schwarz als Sozial und dann ging ja der Rolf Dick war, er hat schon seinen Fachmann herausgehängt, nicht, und hat auch sicher gute Ideen eingebracht. Ja. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich habe viele Wettbewerbe bestritten. Das war gleich, ob SPD, Freie Wähler oder CDU. Immer wenn man einen Sachpreisrichter als Architekten bestellt hat, ja, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, sie haben zu großen Respekt von den Professoren. Sie haben ja zum Fachpreisrichter. Ja, ja. Und deshalb habe ich immer gesagt, hier werden die Fachpreisrichter hoch angesehene Professoren. Ich komme als Laie, ich habe die Sachkenntnis. Und ich muss interpretieren, ihr seid wieder weg. Ding und so weiter. Und wenn dann der Architekt, ganz gleich von welcher Fraktion, irgendwas gesagt hat, dann sagt er, Sie sind Kollege, Herr Kollege, viertes Semester, dann nicken die. Ja, also deshalb, der Rolf Dick war Fachmann, er hat sich gut ausgekannt, er konnte auch, er war sehr fleißig, das muss ich sagen, ja. Und hat natürlich dann mit Beziehung zum Landtag, hat er natürlich schon gewisse Vorteile gehabt. Okay. Also, Harald, kurz und schmerzlos bedanke ich mich für das nette Gespräch. Und schauen wir mal, was unsere Nachfolger von der Hand. Ja, ich habe mich gerade bedankt. Ich habe einen Satz noch.
wichtig ist, ja, wenn ihr Sozialdemokraten 125 Jahre alt, dahinter steckt eine große Verpflichtung. Ja. Und wir müssen versuchen, ja, jetzt haben wir, nächstes Jahr sind es 70 Jahre, dass wir in Frieden und Freiheit leben können. Ja. Und deshalb müssen wir alles tun. Ja. Die Demokraten müssen zusammenstehen. Wir dürfen mit der Demokratie nicht spielen. So ist es. Deshalb versuchen wir, die altbewährten demokratischen Kräfte zu stärken und geben wir keine Experimente ein. So ist es. Und das wünsche ich, der Sozialdemokratie. Genau. Sehr gut. Ich mache nur zwei, drei Fotos von dir und dann schalte ich das Ding hier ab. Das Video. Ich gehe mal da jetzt rüber, dass nicht Akten auf uns und das schöne Stadthaus hinten dir ist. Das mache ich aus.